Farmerama. Das lustige Kultfarmspiel feiert seinen 10. Geburtstag. Ein Grund, auf die Geschichte des Spiels zurückzublicken, und deshalb präsentiere ich euch heute die Geschichte, ja man müsste fast sagen die Evolution von Farmerama. Evolution deshalb, daher das Spiel, wie wir es heute kennen, früher mal ganz anders aussah. Jupp, einige werden sich erinnern. Vorweg sei natürlich gesagt, dass ich nur ganz grob auf die Geschichte eingehen kann, weil alles andere wahrscheinlich den Rahmen und auch meinen Speicherplatz sprengen würde. Ja, Farmerama, das Spiel aus dem Hause Big Point, zählt mit seinen rund 56 Millionen registrierten Spielern zu den erfolgreichsten Browser-Games der Geschichte. Aber eins nach dem anderen beginnen wir doch von vorne. Und zwar wurde Farmerama, um genau zu sein, eigentlich bereits im November 2009 veröffentlicht. Für all jene, die jetzt nicht unbedingt seit ewigen Jahren, seit einem Jahrzehnt dabei sind, wirken solche Aufnahmen wahrscheinlich vielleicht ja ein Stück weit wie ein komplett anderes Spiel. Aber das hier, das waren die Anfänge von Farmerama. Es gab einen Hauptacker, es gab ein paar Tiere, ein paar Pflanzen, aber viel mehr dann auch nicht. Ja, man könnte also fast sagen, noch ein ganz einfaches Farmleben, doch das sollte sich aufgrund des immensen Erfolgs des Spiels dann doch relativ rasch ändern. Denn bereits im August 2010 knackte man die 10 Millionen registrierten Spielermarke und nur 2 Monate später, im Oktober 2010, also knapp ein Jahr nach Release, waren es dann bereits 13 Millionen registrierte Spieler. Und durch diesen immensen Zustrom fanden auch viele, viele neue Features ihren Weg ins Spiel, welche heute gar nicht mehr wegzudenken sind. Ziergarten, Gruselnacht oder auch die Tropeninsel Farmerama. Damals übrigens noch ab Farmlevel 65 und durch sogenannte Flugmeilen musste man sich seinen Weg auf die Insel quasi erfliegen. So kam es dann 2011 zur sogenannten Farmunion, damit fiel unter anderem auch die eigene Währung. Ja, sowas gab es mal auf der Insel, nämlich die Palmpenny weg. Einige freute das sehr, denn die Umwandlung in Moospenny brachte so zur damaligen Zeit die ersten Multimillionäre an Moospenny, was heutzutage nichts mehr ist, damals aber noch was ziemlich Besonderes. Ja, damit wurden auch neue Wiesen eingespielt, wie zum Beispiel die Waldlichtung mit dem Baum der Weisheit, welche übrigens bis heute nicht umdesignt wurde. Denn, ja, auch das ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte, das Design. Denn Big Point entschied sich ab 2011 weg, teils bis heute, muss man sagen, der bis jetzt immer noch einige Dinge wie im Baum der Weisheit oder auch Nachbarschaft, Ziergarten oder auch die Badeliste, die übrigens noch immer keine Sortierung hat, ja, immer wieder lustig im Gift and Trade, wenn man gefühlt 4209 Freunde der Liste hat, da einen richtigen zu finden. Aber egal, zurück zum eigentlichen Thema, denn mit dieser Designänderung wurde quasi das ganze Spiel neu aufgerollt, neu aufbereitet in neuen Design, egal ob die Stadt, die Landkarte, Hauptacker, Wilde Wiese, Farmerama, Tiere, Pflanzen, Bäume, praktisch eins nach dem anderen wurde abgearbeitet und bekam einen neuen Anstrich. Im August 2011 kam dann schließlich das Handwerk in Farmerama ins Spiel, anfangs noch mit 2 Berufen, nämlich dem Marmeladier und Bäcker, fast ist bekanntlicherweise aktuell 5, auch wenn es übrigens mal 7 hätte werden sollen, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Jahr 2011 wahrscheinlich mit das prägendste Jahr überhaupt in der Farmerama-Geschichte war, denn abgesehen von vielen Änderungen kamen auch einige neue Mini-Events ins Spiel. Ja, und da sprechen wir von wirklich großartigen Mini-Events wie ein Renzes Jahrmarkt oder das vielleicht beliebteste Mini-Event, der Gift and Trade, all das im Jahr 2011. Und das Spiel, das boomte so richtig, denn Mitte Juli 2011 knackte man dann die 30 Millionen registrierten Spieler und auch 2012 ging es rasant weiter. Neue Features wie die Wunderrankenreihe wurde eingespielt, Farmerama bekam sein eigenes Brettspiel. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich die wenigsten interessieren, aber auch bei den Events ging es inzwischen dann richtig zur Sache. Und damit geht der Oscar für das zumindest damals vielleicht schwerste Event in Farmerama bisher an. Yep, das Oscar-Event 2012. Aber das nur so am Rande. Doch das Spiel schwamm weiterhin auf der Erfolgswelle und so knackte man beim bereits im Mai 2012 die 40 Millionen registrierten User. Damit springen wir ins Jahr 2013, auch da gab es insbesondere eine große Änderung, nämlich die Insel. Farmerama wurde komplett neu überarbeitet, kam neu mit dem Affentempel, Design, goldene Bananen und so weiter und so fort ins Spiel. Und im Oktober 2013 dann ebenso gab es mit dem Farmerama Hafen quasi einen eigenen Ziergarten für die Insel. Und Ende des Jahres durchbrach man dann schließlich auch die magische Zahl von 50 Millionen registrierten Farmen.
Auch wenn im darauffolgenden Jahr 2014 jetzt keine neue Fläche kam, so wurde dennoch weiter vieles überarbeitet. So kam beispielsweise das neue Farmwheel mit den Partydrehs. Und rückblickend könnte man sagen, es waren vielleicht die Anfänge, die Events mal etwas, ja, abwechslungsreicher zu gestalten. Ja, Thema Events. Das ist natürlich auch eins der prägendsten Themen in Famarama. Es gab natürlich inzwischen schon unzählig viele Events, deswegen kann ich da dementsprechend auch nicht auf die eingehen. Aber insbesondere in den Jahren 2012, 2013 waren der Aufbau der Events noch eher etwas, ja, sagen wir mal, einfallsloser. Da war es ja noch so, du hast eine Eventpflanze, du hast einen Drop und das ist dann gleich ein Item. Fertig, ja, ungefähr so sah es aus. Aber so im Jahr 2014 begannen die Events inzwischen immer abwechslungsreichere zu werden. Neue Eventmechaniken fanden ihren Weg ins Spiel. Und zudem auch sehr auffällig die Anzahl an EPs, die so Items bringen, die hat sich inzwischen auch unglaublich gewandelt. So waren es in den früheren Anfangsjahren noch, ja, sagen wir mal so im Schnitt so 100 EP, 200 EP, 300 EP. Ein WM-Ballon von 2011 mit 550 EP auf meinem Feld war für praktisch Jahre hinweg der EP-Bringer schlechthin. Und jetzt im Jahr 2020 wird sich wahrscheinlich aus EP-Sicht gar nicht mehr so wirklich lohnen, den überhaupt aufzustellen. Also auch da ging es immer weiter und schneller in Richtung mehr EPs. Und natürlich auch dem geschuldet, dass die Items immer mehr EP brachten, dass durch diverse Haustiere, Boni und vieles weitere die Möglichkeit, sich unfassbar viele EPs einzuhamstern, immer größer wurde, wurde schließlich auch das Farm-Level von anfangs maximal Level 100 auf inzwischen Level 300 auf der Farm erhöht, beziehungsweise auf der Insel, da gibt es sogar 600 Level theoretisch zu erreichen. Nur um das jetzt ein bisschen in Relation zu setzen und sich das in etwa vorzustellen, braucht man für Farm Level 300 nicht weniger als 12 Billiarden, 35 Billionen, 133 Milliarden, 386 Millionen, 46.500 Erfahrungspunkte. Ja, oder umgerechnet könnte man sagen und schreibe über 20 Billionen Mal den WM-Ballon mit 550 EP abernten, dann würde man es auch schaffen. Ja, nichts leichter als das. Und ähnlich verhält es sich natürlich bei den Moospenny, so waren in den Anfangsjahren ein paar Millionen noch außergewöhnlich. Wenn man sich jetzt mal die Top 10 Farmerliste an Moospenny ansieht, dann wird einen auch relativ schwummrig. Also allgemein kann man da festhalten, dass sich die EP und Moospenny in den vergangenen Jahren immer, immer, immer weiter in die Höhe gesteigert haben. Und da scheint auch fürs Erste wohl kein Ende in Sicht. Doch jetzt weiter in der Geschichte und damit sind wir dann auch schon im Jahr 2015. Das war unter anderem das Jahr, in dem wieder neue Fläche Einzug hielt, nämlich der Regenwald auf der Insel. Besser gesagt eigentlich zwei, denn auch die Gruselnacht wurde komplett überarbeitet und bekam schließlich auch ihre eigene Fläche. Der Ansturm aufs Spiel nahm langsam ab. Insbesondere wenn man sich von Ende 2013 bis Stand heute ansieht, so gab es in den letzten 7 Jahren und Anführungszeichen gerade mal 6 Millionen neue registrierte Farmen. Wichtig natürlich immer zu sagen, dass man hier von registrierten Farmen spricht und nicht von einzelnen und außerdem weit weg von den wahrscheinlich aktiven. Aber das weiß wahrscheinlich nur Famarama oder Big Man selber, wie viel es schlussendlich aktuell sind. Worauf dieser Schwund zurückzuführen ist, naja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Und zwar leidet die Browser-Game-Industrie im Allgemeinen in den letzten Jahren immer mehr, denn wohl insbesondere das stetige Wachstum der Mobile-Games am Smartphone und naja, ohne eigene App, die es für ein paar Monate mal gab, wobei dann auch nur für iOS, wird es anscheinend relativ schwer. Der Markt ist umkämpft und aktuell ist Browser Games eher nicht so im Hype wie früher. Das führte übrigens wahrscheinlich auch unter anderem dazu, dass im März 2016 Big Point, also der Entwickler und Publisher von Famarama, für rund 80 Millionen, klingt jetzt eigentlich relativ viel, allerdings muss man dazu sagen, dass ein paar Jahre zuvor Big Point wahrscheinlich noch ein Zigfaches davon wert war, von dem chinesischen Softwareunternehmen Yuzu Interactive aufgekauft und übernommen wurde. Nachdem bereits vorher einige Big Point-Spiele, unter anderem das Schwesterspiel Fantasy-Rama, eingestampft worden sind, muss man sich jetzt irgendwie Sorgen um das Spiel machen? Wahrscheinlich eher nicht, denn mal abgesehen davon, dass der große Hype zwar jetzt eher ein bisschen dahingeflossen ist, so zählt Famarama dennoch noch zu den erfolgreichsten Browser-Games und wahrscheinlich auch das wohl mit gewinneinbringendste Spiel von Big Point oder Yuzu oder wie auch immer, das es gibt.
Ja, was hat sich jetzt 2016 sonst noch getan? Es war quasi das Geburtsjahr einiger neue Features, wie zum Beispiel der Speicherhallen oder auch einige neue Mini-Events, Obsthändler, Dock, MacBox, Bambola und was es dann nicht noch alles gibt. Oder auch viele umgearbeiteten Features, wie zum Beispiel Login-Modus, kam relativ neu aufgearbeitet, FarmExpress und vieles mehr. Und damit sind wir im Jahr 2017, da kam mit den Kristallfällen eine weitere Anbaufläche für die Insel Bahamarama neu ins Spiel und auch Dinge wie der Alalay Warenshop wurden neu integriert. Und auch wenn es in diesen Jahren langsam so ein bisschen ruhiger wurde, auch 2018 und 2019 eher weniger große neue Features den Weg ins Spiel fanden. Zwar kam jetzt mit der Vollmondwelt quasi zwei Flächen für Pflanzen und Bäume sowie quasi ein Ziergarten für die Grusel-Items, beziehungsweise mit der Spielwiese für die Haustiere und seit noch nicht allzu langer Zeit den Seasons, wo man sich wahrscheinlich an einigen anderen erfolgreichen Battle Pass von diversen anderen Spielen leicht orientieren wollte. Aber ansonsten kamen keine allzu großen Features ins Spiel. Und damit sind wir praktisch auch schon wieder in der Gegenwart angelangt, in einer Famarama-Gegenwart mit inzwischen über 100 Tieren, ja weit über 100 verschiedenen Bäumen. Und davon jetzt mal überhaupt die Upgrade-Varianten ausgenommen. Hunderten verschiedenen Pflanzen, welche es da normal freizuschalten gibt durch die Level oder auch ja, durch diverse Events, die wir alle schon im Spiel gesehen haben. Wirklich unfassbar. Und auch die Zukunft von Famarama wird sehr spannend werden. Ist man schließlich durch das Ende des Flash-Plugins ja mehr oder weniger gezwungen, sich ein Stück weit neu aufzustellen? Man kann also sehr, sehr gespannt sein, wie es mit Famarama weitergehen wird. Damit sind wir natürlich quasi im Schnelldurchlauf auch schon fertig mit der Geschichte von Famarama. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Es gab natürlich oder gäbe noch unzählig viel mehr, aber wer weiß, vielleicht gehen wir dann hoffentlich zum 15. oder 20. Geburtstag von Famarama dann nochmal darauf näher ein. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch die Geschichte und Entwicklung des Spiels etwas näher bringen. Zum Schluss wird mich natürlich noch brennend interessieren, seit wann seid ihr eigentlich dabei im Spiel? Ja, seit wann spielt ihr Famarama? Wie seid ihr aufs Spiel gekommen? Spielt ihr seit eurem Beginn quasi durchgehend? Oder hattet ihr mal ein Päuschen, so wie ich, mal länger, mal kürzer? Oder vielleicht schon komplett aufgehört und warum? Was war euer Lieblingsevent? Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an Famarama denkt? Schreibt quasi gerne eure persönliche Famarama-Geschichte in den Kommentaren. Wäre da sehr, sehr gespannt drüber. Ja, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ich habe keine allzu wichtigen Ereignisse, die sich in den letzten 10 Jahren in Famarama abgespielt haben, vergessen. Es gäbe natürlich noch so viel mehr zu erzählen über dieses Spiel. Ja, und am Ende des Tages, da kann ich mich eigentlich auch nur bedanken, dass es das Spiel überhaupt gab und gibt. Denn ohne dem würde es wahrscheinlich diesen Kanal nicht geben. Ohne dem wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell auf die Idee gekommen, Videos zu machen. Und da hängt einiges dran, denn dadurch habe ich unfassbar viel Erfahrung machen können und dürfen. Und da kann man sich einfach nur bedanken. Ich bedanke mich auch dieses Mal wieder herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es ist und war mir weiterhin eine große Freude. Und auch wenn sich mein Geldbeutel wahrscheinlich nicht so bedanken würde, ich sage dennoch danke Big Point an die größtenteils einfach wirklich großartigen Spielerlebnis für dieses großartige Spiel. Ja, da ist nicht mehr viel mehr zu sagen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Video. Hier noch ein paar weitere Videos verlinkt. Damit gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.